Wir kommen jetzt zum nächsten Part, nämlich zur interaktiven Keynote mit unserem Spezialgast. Und ich möchte Ihnen dazu kurz was erzählen. Stellen Sie einfach mal einen 16-jährigen Jungen vor, der so 1,92 groß ist, vielleicht so knapp 60 Kilo wiegt, im Krebs geboren, schüchtern, wenig Chancen bei Mädchen nach seinen Aussagen und der beschließt, etwas ganz Besonderes aus seinem Leben zu machen. Er meldet sich bei 6 Sportvereinen gleichzeitig an, wird relativ schnell als Handballtalent erkannt, aber Handball im Team ist nicht so ganz sein Ding. Er sucht sich, was natürlich auch gut zu seiner Statur passt, sucht sich Hochsprung aus. Hochsprung, also ohne Gerät, nur mit dem Körper, Hochsprung, brauchst du auch eine Sportanlage, um das zu trainieren. Leider in diesem kleinen Dorf Revenbräuch im Nordeifel, glaube ich 600 Einwohner, gab es keine Hochsprunganlage. Baut er sich mit seinem Bruder auf der Kuhwiese eine richtige Hochsprunganlage und trainiert, wir würden sagen, wie ein Besessener. Aber da können wir nachher nochmal drüber reden. Manchmal 3 Einheiten am Tag, steht um 5 Uhr auf und gibt sich das Ziel, Deutscher Meister zu werden. Und nach knapp 3 Jahren hat er es tatsächlich geschafft. Er wird Deutscher Meister und fällt fast in so eine Art Motivationsloch. Aber Gott sei Dank gibt es jemanden, der ihn nochmal richtig wachrüttelt. Und er gibt nochmal richtig Gas, nimmt 2-mal an der Olympiade teil und wird tatsächlich Weltmeister. Und überspringt eine Höhe, und das möchte ich Ihnen kurz mal demonstrieren. Dazu brauche ich jetzt Gerätschaften. So, stellen Sie sich einfach mal vor, ich stelle mich jetzt bewusst mal dahin, das sind 2 Meter, so, und das sind 2,42 Meter. Können Sie sich vorstellen, dass Sie ohne Federn oder irgendwelchen Sprunggeräten über diese Höhe springen können? Kann man sich das vorstellen? Da gibt es hier einen, der kann das. Ich komme wieder runter. Also Vorstellungskraft scheint bei Spitzenleistung eine sehr große Rolle zu spielen. Karl Lagerfeld hat ja einmal gesagt, Realität interessiert mich nicht, ich bin dafür da, mir Dinge vorzustellen. Das finde ich sehr klug, er hat da manchmal auch komische Sachen gesagt, wie wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Also, aber vielleicht hat er in dem Bereich recht mit dem Thema Vorstellungskraft. Naja, und dieser Mann ist heute natürlich, man könnte sagen, der könnte jetzt sich auf zur Ruhe setzen, aber weit gefehlt. Er hat 2015 wieder angefangen, Weltrekorde zu springen. Das muss er uns mal erklären, wie man das jetzt doch schon ein bisschen älter, ich will dieses böse Wort 60 überhaupt nicht in den Mund nehmen. Würde ich nie sagen, Carlo, nie. Nee, stimmt überhaupt nicht. Aber sowas in die Richtung und dann noch Weltmeister zu werden im Hochsprung, komisch, kann man sich wieder auch nur schlecht vorstellen. Und er ist auch mittlerweile ein extrem gebuchter Vortragsredner zum Thema natürlich Lust auf Leistung, Spitzenleistung und so weiter. Und hat auch einige Engagements dann darüber hinaus, da werden wir auch gleich nochmal drüber reden. Ich möchte jetzt, bevor er auf die Bühne kommt, Ihnen einfach mal kurz zeigen, was es bedeutet, wenn man über so eine Höhe springt. Film ab.
Bitte begrüßen Sie mit mir Carlo Trenhardt. Carlo, wie kann ein normaler Mensch über so eine Höhe springen? Also, wenn wir das Mikro anmachen, ist vielleicht noch sinnvoller. Ja, ist es an. Ist an. Also, ein normaler kann das erstmal nicht. Und Leistungssport, wenn du da irgendwie Weltrekorde springst, das hat auch mit Normalität dann irgendwann nicht mehr so viel zu tun. Da musst du schon ein bisschen sehr viel zu kompensieren haben. Bei mir war das halt relativ viel. Aber. Ja, wir haben alle zu kompensieren. Tolle Gruppe, wirklich, unglaublich. Ich habe noch nie in meinem Leben vor Menschen gesprochen, die so toll angezogen sind wie heute Abend. Na? Noch nie in meinem Leben. Na, das ist doch ein Wort. Carlo, unglaublich. Das war jetzt gar nicht. Bist du heute noch schüchtern? Ja. Das ist doch eine Vorlage, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Nein, das ist die Wahrheit. Ich bin froh, dass Wein hier ist. Das nimmt so ein bisschen die Hemmungen. Du Armer. Diesen unglaublichen Menschen hier. Aber wenn man vor so vielen Menschen springt. Ich fühle mich total unter Druck gerade. Carlo, du bist doch vor Hunderttausenden hochgesprungen. Das muss doch eigentlich eine unglaubliche Anspannung sein. Ja, springen habe ich jeden Tag trainiert. Das konnte ich dann irgendwann. Ja, aber du hast, wenn du da so stehst, ich habe das ja gesehen in einem anderen Video, dann machst du mal so und nickst so und sprichst so mit dir selber. Was geht denn da in dem Kopf dann vor, wenn man so einen Sprung vorbereitet? Lass mich, bevor ich diese wundervolle Frage beantworte, noch eine kleine Geschichte zu dieser Seniorengeschichte, die du erzählt hast. Du hast irgendwie das Wort 60 erwähnt. Nein, das hast du erwähnt. Wir haben Zeugen hier und ich bin Lichtjahre davon entfernt, ich bin 59 und ich bin vor 3 Jahren noch mal Weltrekorde gesprungen. Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, wie kann einer in dem Alter noch so bescheuert sein, Weltrekorde zu springen? Ich erkläre das kurz. Ich saß mit einem Freund in einem Restaurant, wir tranken Weißwein und ich verlor meine Schüchternheit. Und er fragte mich, wie hoch würdest du heute noch springen? Und ich hatte keine Ahnung, ich habe das halt 23, 24 Jahre nicht mehr gemacht. Dann habe ich gesagt, jetzt wo du mich fragst, wird mich das fast wieder interessieren, wie hoch ich denn noch springen könnte. Und witzigerweise war dieser Typ, der mich das gefragt hat, Marketingchef von Voltaren. Moment, der Clou ist noch gar nicht da. Es ging um Voltaren, der war Marketingchef Europa, Novartis, und war für dieses Produkt Voltaren verantwortlich. Und die haben einen Werbeslogan gehabt, der da hieß, wieder Lust auf Bewegung. Jetzt wird es eigentlich erst lustig. Und da habe ich gesagt, ich erkundige mich, wie hoch der Weltrekord ist in meiner Altersklasse. Und das nennt sich in dieser Altersklasse M55 Seniorenweltrekord. Es tut mir leid. Ist eine fürchterliche Formulierung. Ich habe das gleich umgetauft. Das heißt jetzt Record of Master. Und der Weltrekord war damals 1,84 und da habe ich mir gesagt, 1,84 ist lächerlich, das ist nun wirklich nicht hoch, das ist überhaupt kein Problem. Ja, da bin ich ins Olympiastadion hier in München und habe 1,85 aufgelegt. 1,85 ist dann nach 25 Jahren dann doch etwa hier so und das sah dann scheiß hoch aus. Und da habe ich überlegt, habe ich 2,42 aufgelegt, das ist dann hier ungefähr und habe mir 2,42 wieder angeguckt. Und dann habe ich es wieder runtergelegt und habe gesagt, das ist wirklich lächerlich. Also ich habe das dann relativiert durch das erstmal hoch wieder und dann, was ich früher mal konnte. Und dann habe ich trainiert und das war das Spannende, was auch, wenn man ein paar Jahre älter ist, einige von Ihnen haben das sicherlich auch schon erlebt, Axel. Na. Und wenn man dann nochmal so wieder zielgerichtet trainieren kann und dann versucht, wieder so ein bisschen was hinzukriegen und die Muskulatur zu erinnern, die Psyche zu erinnern, wie das früher mal war. Und das hat mir große Freude bereitet. Mir taten die Knochen wie nach den ersten Sprüngen und so weiter. Aber ich bin dann jedenfalls nach ein paar Wochen dann wieder 1,90 gesprungen. Hast du auch mal Voltaren gebraucht? Ich habe gebadet in Voltaren. Nee, ich habe wirklich, also mir taten die Achillessehnen weh. Ich habe es erstmal wieder Hochsprungspikes angehabt nach 25 Jahren. Das war, als wenn ich auf Schlittschuhen gegangen wäre, das war fürchterlich. Aber nach ein paar Minuten oder nach, weiß nicht, 20 Minuten ging das wieder. Und es ist erstaunlich, wie schnell sich das Gehirn, es ist hier der Slogan Brain and Soul, und das, Gott sei Dank hat sich das Gehirn sehr schnell wieder erinnert, was man mal unheimlich bewusst trainiert hat über Jahre. Und dieses Erinnerungsvermögen war großartig, dass es auf einmal wieder funktioniert hat. Ich bin nur zweimal gesprungen vorher, bevor ich die Wettkämpfe gemacht habe.
und habe mich einfach darauf verlassen, dass ich das, was ich mal gelernt habe, dann umsetze. Wie, du bist im Vorfeld nur zweimal gesprungen? Insgesamt nur zweimal gesprungen. Und nicht hunderte Mal geübt? Nein. Warum nicht? Weil ich so viel Voltaren nicht vertragen hätte. Habt ihr alle nichts zu trinken? Das ist geil. Schön. Nein, und das war großartig. Ich mache das nächstes Jahr nochmal. Dann ist diese magische... Wir sind einer noch älter als ich, ja, mit 60. Nächstes Jahr bin ich 60. Also die Frage, was machst du dann mit 70? Da springe ich nochmal Records of Master. Das ist dann viel leichter, weil da ist der Weltrekord nur noch 1,75. Aber so kann man sich bis zu seinem Lebensende noch mit so einem Quatsch noch hochhangeln. Du, wieso hast du eigentlich nie weitergemacht mit deinem Handball? Da warst du doch so richtig gut. Ja, du hast das vorhin angesprochen. Ich habe Handball wirklich geliebt und ich hatte das Glück, dass ich da auch recht talentiert für war und ging relativ schnell, dass ich ganz gut war und hatte damals Angebote von Gummersbach, Bundesliga zu spielen, schon mit 16. Und dann saß der damalige Chef, Eugen Haas hieß der, bei meinem Vater im Wohnzimmer mit mir zusammen und wollte mir damals schon, weiß ich, 1500 Mark im Monat zahlen. Ui, und dann habe ich auch viel Geld. War damals unglaublich viel Geld und habe dann auch trainiert, ein paar Mal in der Mannschaft. Und es ist halt problematisch, wenn du in einer Handballmannschaft spielst und du gibst alles. Das war irgendwie meine Intuition. Ich wollte immer gewinnen und vielleicht auch schon ein bisschen krankhaft. Aber ich wollte das ganz gerne und dann sind halt zwei in der Mannschaft, die möchten das nicht so gerne oder denen ist es relativ egal, ob du gewinnst oder verlierst. Und dann habe ich mich irgendwann für eine Individualsportart entschlossen, wo du auch Leute um dich herum brauchst, aber wo du dann trotzdem für dich entscheiden kannst, ob du das schaffst oder ob du es nicht schaffst. Und du bist nicht mehr abhängig von anderen, die möglicherweise eine andere Meinung haben und nicht so leistungsorientiert sind, eben außergewöhnlich hoch zu springen oder außergewöhnlich gut Handball zu spielen. Und das war eine Entscheidung, die ich dann irgendwann getroffen habe, die mir relativ leicht gemacht worden ist, ehrlich gesagt auch, weil ich mal in einem Spiel gesperrt worden bin, 3 Monate, wegen der Tätlichkeit nennt man das. Aber Tätlichkeit muss Hast du jemanden geprügelt? Hast du ihn geschlagen? Der hat erst mich verprügelt, aber irgendwann muss man sich wehren. Natürlich. Das habe ich getan. Selbstverständlich. Selbstwehr. Ja. Selbstverteidigung, klar. Was aber in diesen all den Jahren, wenn man das so hört, du stehst um 5 Uhr auf als junger Mann, was hat denn dir so viel Drive gegeben, das jeden Tag durchzuziehen, um 3-mal zu trainieren am Tag? Und du hattest doch sicher auch mal Lust auf was anderes. Wie kam das? Habe ich auch gemacht, also Lust auf was anderes. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf du anspielst, aber ich hatte natürlich auch Lust. Lernen oder genau, Schule. Genau, auf Lernen hatte ich unheimlich viel Lust, wie jeder 16-Jährige heutzutage. Du hast das vorhin erzählt, ich wollte, irgendwann habe ich für mich, also um es ganz ehrlich zu sagen, ich war mit 14, 15, ich war wirklich eins, du hast mich ein bisschen zu schlecht gemacht. Ich war 1,90 groß, 1,92 groß, war nicht wirklich kräftig und ich war total schüchtern und ich bin wirklich, wenn mir ein Mädel entgegenkam, 100 Meter, dann bin ich schon auf die andere Straßenseite. Ich wollte nicht rot werden und der ganze Quatsch. Und ich brauchte irgendwas, um mich in der Gesellschaft zu manifestieren oder irgendwas Besonderes zu machen, dass irgendeiner sagt mir, das hast du ganz gut gemacht. Mein Vater hat das leider auch nicht so oft gemacht, dass er gesagt hat, mein Sohn, das hast du großartig gemacht, die 5 war schon mit der Tendenz zur 4. Das war alles nicht so. Das heißt, dein Vater hat ja nicht diese Wertschätzung gegeben, generell. Das ist eine Formulierung, die trifft es ganz erweitert, aber das war eigentlich deutlicher von meinem Vater. Vielleicht eine kleine Geschichte, die das so deutlich macht. Ich habe von meinem Vater einmal im Jahr habe ich ein paar Turnschuhe bekommen, einmal im Jahr. Das war für mich so ja, wie Weihnachten und Ostern zusammen. Das war wirklich großartig. Und dann fing ich irgendwann an mit der Hochspringerei und wurde relativ schnell ganz gut und war in Augsburg hier in Bayern, bin ich bei den deutschen Jugendmeisterschaften gesprungen, sprang 2,04 Meter. Und da kam einer von der Firma Puma und schenkte mir 3 Pakete mit Puma-Klamotten. Hochsprung-Spikes aus Känguruleder, großartig, rot. Und Turnschuhe und kurze Höschen, die da gerade liefen. So sexy Höschen. Das war unglaublich, diese Höschen. Dir müssen die gefallen haben. Und dann hatte ich auf einmal das, was ich von meinem Vater in 10 Jahren bekommen habe. Und da habe ich überlegt, für 2,04 Meter kriege ich jetzt 3 Pakete mit Sportklamotten. Wenn ich jetzt höher springe, könnte das sein, dass ich mehr Pakete bekomme. Und wenn ich noch höher springe, ist es vielleicht irgendwann so, dass ich die Pakete verkaufen kann und kann von Hochsprung leben. Und dann wurde auf einmal aus dieser intrinsischen Motivation, die ich per se hatte, einfach aus mir irgendwas zu machen,
wurde eine extrinsische, dass ich eben auch noch damit möglicherweise irgendwann Geld verdienen konnte. Und das hat mich dann auch schon, muss ich ehrlich sagen, die Symbiose fand ich schon sehr faszinierend. Jetzt kurz zurück zu meiner ersten Zielsetzung. Ich wollte dann irgendwann wirklich der beste Mann in Deutschland werden. Ich wollte den deutschen Rekord. Ich wollte so hochspringen wie kein anderer in Deutschland. Ich meine, Hochsprung macht jetzt auch nicht jeder. Ich wollte der Beste werden und das habe ich dann irgendwann geschafft, wie du es richtig gesagt hast vorhin, in Warschau beim Europacup und hatte tatsächlich ein Problem in dem Moment, dass ich mein Ziel erreicht hatte und war zufrieden. Ich hatte 3 Goldkettchen, hatte ein hübsches Auto, konnte auch schon mit Mädchen reden, auf eine Art, und war zufrieden mit meinem Leben und habe das Glück gehabt. Und ich glaube, wir brauchen alle Glück. Daniel, hast auch erzählt, du hast auch Förderer gehabt und Menschen helfen einander. Und habe dann einen, wir hatten einen neuen Bundestrainer, der hat gesagt, lieber Carlo, du hast noch nichts erreicht im Leben. Da habe ich gesagt, Kollege, ich bin der Beste in Deutschland, was willst denn du von mir? Und der hat mir dann klar gemacht, dass ich aus meinen Möglichkeiten, ich bin 1,97 groß, hohen Körperschwerpunkt, was für Hochsprung wirklich recht sinnvoll ist, du könntest mal 2,30 springen, mal Europameister werden, Europarekord, vielleicht sogar mal der Beste in der Welt werden. Und das hat bei mir, der hatte eine sehr gute Empathie, hatte eine gute Rhetorik, sodass ich dem geglaubt, fast schon vertraut habe. Und der hat mir dann erklärt, wie das funktionieren könnte. Ich hätte es alleine erstmal mir nicht zugetraut. Und ich glaube, dass viele Menschen ein ungeheures Potenzial in sich tragen und leider nie die Möglichkeit haben, dieses auszuleben. Ob einer der beste Hoteldirektor der Welt wird, ob einer das Tollste macht. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass sich Menschen wohler fühlen mit einer tollen Seife, was du mir erzählt hast, mit tollen Dingen, dass man bewusst mit Dingen umgeht, dass man aus Kleinigkeiten was Außergewöhnliches macht. Das habe ich alles Gott sei Dank durch den Sport erleben dürfen und habe vielleicht einen wichtigen Satz jetzt, der klar macht vielleicht, was einen guten von einem sehr guten Sportler unterscheidet, ist der, dass der sehr Gute sich bei jedem, was er tut, bei jeder Bewegung, die er ausführt, sich die größtmögliche Mühe gibt. Als Beispiel, ich muss 10 Serien tiefe Kniebeugen machen mit 150 Kilo, das macht keinen wirklichen Spaß. Ich mache die Kniebeugen und das dauert 1,5 Stunden. Dann kann ich die so machen, so lapidar machen und bin froh, wenn ich sie fertig habe. Oder ich gebe mir bei jeder einzelnen Kniebeuge die größtmögliche Mühe und schaffe es, dass die Kraft wirklich in die Muskulatur in dem Moment geht, wo ich die Kniebeuge mache und denke auch, während ich es tue, daran, was ich damit erreichen will. Und dann wird es wiederum abgespeichert. Wer sich mit Biologie mal auseinandergesetzt hat, efferente, afferente Bahn, Reflexbogen und so weiter. Und die Muskulatur merkt es sich. Und daraus resultiert eben die Möglichkeit, ein besserer Sportler zu werden. Übrigens nur noch ein Satz, bevor du mich schon wieder unterbrichst. Ein Satz. Das Wichtige ist, sich Mühe geben, dass man das Momentum in jeder Zeit nutzt. Und das Gute daran ist, ich brauche nicht mehr Zeit dafür, nur ein wenig mehr Mühe in dem Augenblick, wo ich es tue. Würdest du sagen, dass das so ein allgemeines Gesetz ist, was man überhaupt auf Erfolg übersetzen könnte? Du hast ja ganz tolle Leute nachher noch da. Vielleicht kannst du diese Frage mal weitergeben. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon in die Nähe geht. Ich glaube, das Bewusstsein und sich mit Dingen sehr intensiv auseinanderzusetzen, dass das schon eine Voraussetzung ist, sie nicht lapidar zu machen, sie nicht beiläufig zu machen, dass das schon eine Grundvoraussetzung ist, um irgendwas außergewöhnlich gut zu machen. Eigentlich glaube ich, ich bin davon überzeugt. Du wirktest also, wenn man diese Historie deines Trainings so studiert, sozusagen, wirkst du fast wie ein Besessener, wie du trainiert hast. Der Nureyev, dieser Tänzer, hat mal gesagt, Besessenheit ist der Motor, Verbissenheit ist die Bremse. Wie hast du es verhindert, dass du bei diesem fast manischen Trainieren, wie es mir scheint, vielleicht interpretiere ich das falsch, nicht ins Gegenteil übergeschwappt ist? Das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Also das Dümmste, was man im Sport machen kann, dass man zu hart trainiert. Übertrainiert heißt das. Dass man einfach zu hart trainiert. Es gibt im Training, das würde jetzt zu weit führen, das nennt sich Superkompensation, dass man auf ein Niveau anfängt, man trainiert hart, geht ein wenig in den Keller, kommt auf das nächste Niveau und versucht da wieder eine neue Ebene aufzubauen. Ich habe auch Fehler gemacht, habe dann auch mal zu hart tatsächlich trainiert. Hast du es manisch genannt? Ja. Und das ist natürlich ziemlich blöd. Da ist das Entscheidende dass man sich auf sein Bauchgefühl verlässt und einen vernünftigen Trainingsplan macht und versucht, den so kongruent, und das ist wieder entscheidend jetzt, für die sogenannte mentale Stärke, wird ja immer wieder, selbst Fußballer reden von mentaler Stärke. Mentale Stärke bedeutet nichts anderes,
Das war nicht böse gemeint, ein bisschen vielleicht. Nein. Suffisant nennt man das, glaube ich. Ne? Mentale Stärke, glaube ich, kann ich als Sportler nur bekommen, indem ich im Vorfeld eines wichtigen Wettkampfs oder eines Spiels oder was auch immer alles so sinnvoll und wiederum so wahrhaftig wie möglich mache, um diese kleinen Mosaiksteinchen, die im Grunde Training bedeuten, zusammenzusetzen zu einer kompletten psychischen Kraft auch, dass ich automatisch das an dem wichtigen Wettkampf dann umsetzen kann. Wenn ich auch nur die kleinsten Dinge auslasse, beispielsweise ein anderes, was wirklich keinen Spaß macht, sind Tempoläufe, 10x300 einen Berg hoch mit Trabpause, irgend sowas. Und ich will die morgens um 6 machen, stelle meinen Wecker, ich wache um 6 Uhr auf und es ist 3 Grad minus, Schneeregen und dann habe ich eigentlich keinen Bock, das zu machen. Dann habe ich genau 2 Möglichkeiten. Jetzt reden wir so ein bisschen über den inneren Schweinehund. Dann kann ich sagen, ich mache die Läufe heute Mittag und kann mich nochmal einkuscheln und warte. Oder ich überwinde mich und gehe raus und mache die 10-300er und generiere für mich und verdiene mir ein nachhaltiges Glücksgefühl. Das andere Glücksgefühl, was ich hätte, wenn ich mich kurz einkuscheln würde, hätte eine negative Belastung für meine Psyche, weil ich weiß, ich habe das nicht getan, was ich mir vorgenommen habe. Also wäre es ziemlich dämlich, mich nicht zu überwinden, den inneren Schweinehund zu überwinden und rauszugehen und die Läufe zu machen. Das sind halt, das schaffe ich auch nicht zu 100%, aber wenn ich irgendwas besonders gut machen würde, soll ich es mir zumindest vornehmen, zu 90% das hinzukriegen. 100% schafft kein Mensch. Du trainierst ja auch oder bist Mentalcoach der deutschen Davis Cup Mannschaft oder von einigen berühmten Tennisspielern. Was ist denn da so das Wichtigste, auf was die achten sollen? Kannst du mal so ein bisschen so das Geheimnis lüften deiner Mental-Coaching-Therapie? Das Prinzip ist ja dasselbe. Ich habe das Glück gehabt, mit Boris Becker in seinen besten Zeiten ihm helfen zu dürfen, Nummer 1 zu werden. 1991 habe ich ja noch eine junge Frau getroffen, mit der ich das auch eine Zeit lang mit begleitet habe oder sie uns begleitet hat. Und das war großartig, mit ihm zu trainieren. Er ist damals das erste Mal Vater geworden, verdiente damals 25 Millionen im Jahr, also dem ging es ganz okay. Und er war aber kein Sportler mehr. Ihm ging es also schon fast wieder zu gut. Der ist um 10 Uhr aufgestanden, hat Espresso getrunken und hat 2 Stunden Bälle geschlagen. Aber er war kein Athlet mehr. Er hatte nicht mehr die Gier, richtig gut zu werden, dass alles funktioniert, jede Muskelfaser so funktioniert, wie es sein sollte. Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen und wir haben ein paar Mal schon aus Spaß zusammen trainiert. Und dann hat er mich gebeten, mit ihm mal ein richtiges Konzept wieder zu entwickeln, das fortzuführen oder ihn wieder zum Athleten zu machen. Und dann haben wir das gemacht und haben das besprochen und dann habe ich gesagt, okay, am nächsten Tag fangen wir um 6 Uhr an. Er hat gesagt, ich habe in meinem Leben noch nie um 6 trainiert. Dann habe ich gesagt, gut, 6 Uhr. Und dann haben wir um 6 trainiert und jeder Mensch ist irgendwo mal auch in der Komfortzone. Das ist, ich mag eigentlich dieses triviale Wort nicht, aber jeder fühlt sich mal zu wohl. In dem Augenblick, wenn man sich zu wohl fühlt, ist die Problematik einhergehend, dass man ja eigentlich schon so ein bisschen abgeschlossen hat mit dem Gedanken, dass man möglicherweise sein Potenzial noch weiter ausschöpfen könnte. Und das Ausschöpfen des Potenzials, ich glaube nicht mal nur, dass es darum geht, dass man pekuniär sich so toll darstellt, dass man das sich leisten kann und so weiter. Ich glaube, es geht dabei nur um das Gefühl, dass man hinterher nicht zurückblickt und sagt, Mensch, scheiße, da habe ich ein paar Sachen möglicherweise verpasst, die hätte ich sinnvoller, bewusster, schöner, nachhaltiger machen können. Und das Leben eines Leistungssportlers ist noch sehr viel endlicher beendet und ist sehr viel früher zu Ende, wenn man nicht so bescheuert ist und mit 60 noch springt oder mit 55, als das eines Hoteldirektors, der übrigens auch noch unglaublich jung aussieht. Wie alt bist du eigentlich? Na wirklich, du siehst aus wie 38. Wir kommen gleich zu deswegen, Ihnen. Deswegen glaube ich wirklich, dass man das keine Zeit sinnlos vergeuden, sondern einfach in dem Augenblick, wo man sich was vorgenommen hat, macht man das so sinnvoll wie möglich. Und es macht auch Spaß, wenn man abends nach Hause kommt, dann hat man das Gefühl, man hat es einfach schöner und besser gemacht. Dein ursprünglich geplante Keynote hieß ja Lust auf Leistung. Wenn du jetzt so einen Vortrag hältst, was ist denn die Quintessenz dieses Vortrags, um den Leuten wieder wirklich Lust auf Leistung zu machen? Du hast jetzt so ein paar intrinsische Punkte angesprochen, aber da gibt es ja immer noch diesen sogenannten Schweinehund, der immer wieder mal hochkommt und Becker hat vielleicht eine andere Situation gehabt, aber wie bekommt man Lust auf diese Art von Spitzenleistung? Also erstmal ist das leider Gottes sehr viel auf den Genen. Also es gibt Menschen,
die haben einfach Bock, alles Mögliche zu probieren, um außergewöhnlich gut in ihrer Disziplin zu werden. Das ist völlig egal, ob das über irgendeine Latte zu springen ist oder irgendwas Sinnvolles. Das ist erstmal gegeben. Aber jeder Mensch, der auch nicht diese ausgeprägte intrinsische Motivation hat, kann besser werden, als er vorher war. Und allein dieses Gefühl, das zu versuchen und Hilfestellungen zu geben, dieser Person das zu probieren. Ich sage ein Beispiel, ein Tennisspieler, den ich, oder ich sage dir, habe ich dich gesiezt? Es gibt einen Tennisspieler, dem habe ich geholfen, oder dem helfe ich immer noch. Der war Nummer 200 in der Welt. Als Nummer 200 in der Welt verdient man 80.000 Euro im Jahr. Die reichen genau darum, dafür, dass man seine Reisekosten und ein bisschen Hotels und so weiter bezahlen kann. Du bist aber am Ende des Jahres wieder auf Null. Dann haben wir eigentlich recht gut trainiert und ich erzähle ihm auch, macht das sinnvoller, das Training. Und wie auch immer, das hat dann ganz gut funktioniert. Er war nach einem Jahr Nummer 72 in der Welt und hatte 380.000 Euro verdient. Als Nummer 72 in der Welt, das ist nicht so scheiße. Jetzt haben wir uns wieder verabredet für das nächste Wintertraining, das war alles definiert. Da kam er an und war leider zufrieden. Er hatte also jetzt schon viel Geld verdient und hat nicht das Gegenteil von sich gedacht. Der hat Raonic geschlagen, Nummer 8 in der Welt, hat gegen Nadal nur knapp im Tiebreak im dritten Satz in Doha verloren und so weiter. Der hat nicht erkannt, wie gut er hätte sein können, sondern er war einfach zu früh, wie was ich vorhin erzählt habe, wie ich in Warschau möglicherweise mit deutschen Rekord. Er war zufrieden, weil er so viel Geld verdient hatte und hat die Wertigkeit falsch geordnet. Und steht jetzt wieder 200. Das ist die traurige Geschichte. Das heißt, er ist wieder zurückgefallen. Es gab so einen US-Philosophen, der hat mal gesagt, was wir am nötigsten brauchen, ist ein Mensch, der uns zwingt, das zu tun, was wir können. Warst du so jemand, der dann die Leute so quasi gezwungen hast? Leider geht es ja nicht mit Zwang. Es geht mit, also ich bin jedenfalls keiner, der es mit Zwang versucht. Wie machst du es dann? Bitte? Wie machst du es? Ich versuche es. Es gibt ja kein wirkliches Konzept. Der Axel wird das nachher auch erzählen, denke ich mal. Wie viele Mitarbeiter hast du? 500 oder ich weiß es nicht. Ja, 500. Der Axel wird auch Mitarbeiter haben. Das sind ja auch für ihn Leistungssportler. Der Axel ist Leistungssportler. Viele von den Menschen, die hier sind, machen Dinge toll. Sonst wären sie wahrscheinlich gar nicht hier. Und die werden auch für sich entscheiden, warum sie das so außergewöhnlich gut machen. Und wenn ich einem anderen meine Philosophie nahebringen will, dann muss ich ihn bei der Hand nehmen. Ich muss ihn im Grunde manipulieren und muss ihm zeigen, wie es funktioniert und wie es sich anfühlt, das zu tun. Es wird nicht ausreichen, nur zu sagen, Meeting und mach das und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Ich fürchte, und auch glaube ich in großen Unternehmen ist das ein Fehler, der gemacht wird, es wird zu wenig wirklich kommuniziert, Auge in Auge mit Menschen, dass man sagt, wie hast du dich gefühlt bei der Geschichte, wie kamst du damit klar, was war dein Resümee davon, wo siehst du deine Defizite, lass uns drüber reden, einfach, dass man drüber spricht, man schreibt E-Mails, das war scheiße und das ist nicht so gut gelaufen und so weiter, vielleicht könnte man ein wenig mehr, jetzt komme ich zu dem zweiten Begriff, in die Seele desjenigen eindringen und versuchen, aus der Seele mehr rauszuhören, was ihn wirklich motivieren würde, es besser zu tun. Und wenn er es nicht besser tun kann, vielleicht eine andere Gelegenheit finden für ihn. Und ganz ehrlich, im Sport ist das ziemlich hart. Wenn es denn wirklich nicht funktioniert, dann geht es halt nicht. Bist du jetzt eigentlich ein glücklicher Mensch, nachdem du so viel erreicht hast? Glück ist ja eine temporäre Geschichte. Manchmal ist es habe ich Gefühle, die mich sehr... Ich war am Wochenende in Barcelona und da hatte ich einen ganz interessanten Job. Und dann war ich nachmittags, habe ich am Strand gesessen, bei 17 Grad, blauer Himmel, sehr windig und hatte eine wundervolle Flasche. Ich will das jetzt nicht auf den Alkohol reduzieren, dass ich glücklich bin. Es kommt jetzt vielleicht ganz falsch rüber. Nein. Aber es ergab sich mit einer wunderbaren Paella, mit dem Blick aufs Meer. Da hatte ich wirklich zwei, drei Stunden, die großartig waren. Die habe ich aber öfter. Ich fühle mich jetzt unheimlich wohl. Ich habe auch meine Scheu jetzt ein wenig abgelegt. Und wenn das noch der Abend später wird, dann lege ich vielleicht noch mehr Scheu ab. Ich bin glücklich, wenn ich meinen Sohn sehe, wenn ich meine Frau sehe, wenn unser Leben funktioniert, wenn wir gesund bleiben. Ich meine, wir hören so viel, wirklich so viel schlimme Sachen, was passieren kann und so weiter. Wenn ich aber jetzt darüber nachdenke, was alles passieren kann, verliere ich ja dieses Momentum meiner Zufriedenheit. Ich will es mal Zufriedenheit mit Glücksmomenten nennen. Und das sollte ich tunlichst vermeiden. Da habe ich so ein mentales Stoppschild jetzt, wenn da irgendwelcher Müll auf mich ankommt, den lasse ich gar nicht zu. Oder ich versuche, es gelingt natürlich auch nicht immer, aber ich versuche es so gut wie möglich fernzuhalten. Wenn du jetzt an die nächsten, sagen wir mal,
20 Jahre denkst. Wo siehst du dich denn mit 70? Immer noch springen oder hast du eine andere Mission? Schön, dass du Pflege, schöner Einwurf. Betreutes Springen? Betreutes Springen. Es gab... Den gönne ich dir, Michael. Danke dir. Nein, es gab einen schönen Film vom WDR, der hieß Herbstlaub, glaube ich. Da sind Leute mit 85 tatsächlich noch gesprungen. Die haben dann irgendwie eine Weltmeisterschaft in Helsinki gewonnen mit 83 Zentimetern. Jetzt beantworte ich die Frage konkret. Nein, da sehe ich mich nicht. Ich mache das letzte Mal noch, denn ich will alle Rekorde haben und dass die Leute da die nächsten Jahrhunderte da nicht mehr hinkommen. Das macht mir irgendwie Spaß. Aber wo sehe ich mich grundsätzlich in 20 Jahren? Ich will das Leben so sinnvoll in den nächsten 20 Jahren wie möglich gestalten. Auch neuen Dingen, die noch auf mich zukommen, bin ich offen und versuche, Dinge zu begreifen, noch versuche jeden Tag noch Dinge zu lernen, zu verstehen. Ich bin immer froh, wenn ich die Frankfurter lese. Oh nee, also Süddeutsche muss ich sagen. Und ich verstehe mal wirklich einen tollen Artikel wieder. Das hat für mich auch Glücksmomente. Und ja, so werde ich versuchen, mich den Rest meines Lebens hinzuhangeln bis zum betreuten Wohnen. Schöner Einwurf nochmal übrigens, danke. Wenn du jetzt deine Philosophie auf ein paar wenige Sätze nochmal, deine Lebensphilosophie runterbrechen könntest, wäre das toll als Einstieg nochmal für die weiteren Gespräche. Wie würdest du das bezeichnen? Alles zu geben, um viel zu leisten oder versuch's mal. Also ja, für mich war diese Hochsprungnummer und meine Sportnummer generell, auch in den anderen Sachen, die ich da probiert habe, war für mich so eine Art Eskapismus aus der Realität. Ich habe tatsächlich, ich will jetzt gar nicht so ernst werden, aber ich werde es gerade. Wir kommen gleich, wird lustig. Aber das ist, glaube ich, wichtig, weil du hast viel erreicht. Also das war alles nicht so doll, wie mein Leben verlief. Und ich wollte aus diesem Leben, was nicht so toll verlief, wollte ich raus und brauchte einen Katalysator, um da rauszukommen. Und da war dieser Sport ein probates Mittel, was ein großes Glück war für mich, dass ich auch gesund geblieben bin. Ist auch wirklich ein Stück weit sehr viel Glück dabei. Und habe das ganz okay hinbekommen. Was aber der Clou bei der ganzen Geschichte war, was war die Frage nochmal konkret? Naja, deine Lebensphilosophie, weil du hast großen Erfolg gehabt, du machst einen sehr relaxten Eindruck und manchmal kommst du mir vor wie so ein weiser Philosoph. Ach, Bullshit, wenn du mit mir spielst. Um philosophisch wirklich was, leider Gottes bin ich dazu blöde für, aber um wirklich philosophisch richtig mithalten zu können, müsste ich naturwissenschaftlich so viel mehr wissen und können. Da bin ich leider auf einer so kleinen, popularistischen Ebene, da würde ich mich gar nicht rantrauen, ganz ehrlich, Michael. Das ist viel zu tief und zu diffizil. Ich fand deine Zitate, fand ich einige wirklich sehr schön, die du vorher am Anfang gebracht hast. Meine Philosophie, die konnte ich ja nur für mich definieren damals. Ich wollte raus aus dem Dreck und dafür war für mich Sport ein großes Mittel. Sport hat mich auch gelehrt. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, bevor wir überleiten zu deinen tollen Gästen. Ich war auf dem Gymnasium und das hat dann nicht so gut funktioniert, weil ich da auch läppsch war. Und dann habe ich eine Lehre gemacht, mal eine Lehre als Industriekaufmann. Und ich werde den ersten Tag in der Lehre nie vergessen. Da kam ich dahin, musste 3 Öfen heizen, wie so ein Vollidiot. Und damals warst du nicht Auszubildender, wie es heute heißt. Damals warst du wirklich ein Penner auf eine Art. Und dann bin ich nach Hause und habe überlegt, das kannst du nicht dein Leben lang machen. Du musst einen Weg finden, um da rauszukommen. Und jetzt konnte ich nicht Nobelpreistrainer für Mathematik werden. Das habe ich gespürt im Mathematikunterricht. Also musste ich mir wirklich was Sinnvolles suchen und das war Hochsprung. Vielleicht ist das als Überleitung okay. Wunderbar. Wir werden ja nachher noch ein bisschen Gelegenheit haben, hoffentlich, wenn wir nicht total überziehen mit den anderen Talks, weiterzusprechen. Erstmal vielen Dank, Carlo Trenart. Danke dir. Danke dir. So, Carlo, ich brauche dich nochmal. Brauche dich nochmal hier oben. Ja, setz dich doch nochmal zu mir. Wenn es jetzt eine Sportsendung gewesen wäre, also du hättest 3 Spiele gesehen, ja, und du müsstest jetzt mal kommentieren.
so die Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, aufgrund der Schleierlüftung dieser wundervoll erfolgreichen Leute, was hast du für dich, hast du was Neues für dich erkannt oder war das für dich alles schon klar? Erstmal war großartig für mich, all diese Menschen hier. Gibt es jetzt schon was zu essen? Das finde ich eine geile Nummer, pass auf, ich hatte eine kleine Geschichte. Wir machen wirklich nur noch 3 Minuten, weil wir... Hast du das gemacht? Nein. Ich war relativ... Wo ist denn der Wein? Mach mal. Ich habe mir mit Wein versprochen. Wirklich, ganz kurz nur. Hast du das gemacht? Das ist ein geiler Junge. Folgendes ist passiert. Ich saß draußen um 6:30 und da kam ein netter Mitarbeiter vom Axel immer wieder vorbei. Es kamen 3 unterschiedliche und die hatten so kleine Dinger, die ihr gegessen habt, so kleine... Und ich kam am Eingang rein und sah diesen Beluga-Kaviar. Und dann habe ich zu den Kollegen immer gesagt, nee, ich nehme die Häppchen nicht, ich nehme einfach den Beluga-Kaviar, den ich im Eingang gesehen habe. Und dann sagte der komischerweise, den haben wir leider nicht hier zur Verfügung. Und habe ich es zum Zweiten gesagt, zum Dritten gesagt. Und die sagten, ich habe sie nicht alle mit dem Beluga. Und jetzt kommt auf einmal der Beluga-Kaviar. Das finde ich so geil. Bravo, Axel. Also... Happy people making happy people happy, oder? Nee, wirklich. Alles großartig. Was ich lerne, Power Jumping habe ich übrigens auch gemacht. Schön, dass du jetzt damit anfängst. Was ich begriffen habe, was ich früher schon begriffen habe, leider auch erst bewusst, etwas später, Leiden, wenn man es trennt, heißt Leidenschaft. Axel hat gesagt, auch man braucht eine Vision. Wenn man einfach das Gefühl hat, und du hast gesagt, oder ihr beide habt auch gesagt, ihr habt die Vorstellungskraft gehabt, wie es aussehen könnte, wenn die Rotsocken dann irgendwas... Ihr musstet im Grunde, oder ihr habt es geschafft, die Kunden zu erziehen. Nicht zu erziehen, das klingt zu negativ. Oder anzuziehen. Aber ihnen auch Dinge aufzuzeigen, die euch gefallen hätten, dass sie sie umsetzen. Also was das Entscheidende ist, glaube ich, was ich gelernt habe, eine Vision zu haben, aus irgendwelchen Gründen, die ihr alle in euch getragen habt. Ihr könnt es sehr viel länger machen als ich. Ihr habt sehr viel mehr Zeit. Ein Leistungssportler muss halt mit 35, ist halt Feierabend. Aber ich kriege Beluga-Kaviar. Axel, wirklich, vielen Dank. Sehr stark. Das Schlusswort, weil die Leute, ich kann das nicht sehen, wenn ich hier trinke und Beluga-Kaviar esse und ja, die haben nichts zu essen und nichts zu trinken. Ist ja klar. Wir hören jetzt auf. Ja, gut. Also, meine Damen und Herren, vielen Dank. Ich möchte noch auf eine Sache hinweisen. Also, alle, die nicht fotografiert und gefilmt werden wollen, bitte verstecken. Es ist schwierig, die Kameras sind aufgestellt, aber seid ihr einverstanden? Dankeschön. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich habe am Anfang nochmal über diese außergewöhnliche Atmosphäre gesprochen, die hier ist und auch diese Magie, glaube ich, durch die Art, wie eingeladen wurde. Begegnungen, die heute möglich sind, sind außergewöhnlich, denn Wissenschaftler haben herausgefunden, der kreative Funke springt eigentlich nur zwischen Menschen über. Er springt aber fast gar nicht mehr so über, wenn man immer mit denselben zusammenkommt. Und heute haben sie die Gelegenheit, Funken sprühen zu lassen, indem sie mal neuen Menschen begegnen, die sicher irgendwie wahrscheinlich zu ihnen passen. Denn wie gesagt, der Zufall ist die in Schleier gehüllte Notwendigkeit. Also in diesem Motto, nach diesem Motto, schönen Abend noch und viel Spaß. Danke. Applaus